Hallo, wir wollen euch heute das neue Firewheel vorstellen. Das ist ganz frisch aus China gekommen, wo alle Einräder übrigens herkommen. Und hier haben wir die 779 Wattstunden Version. Das ist der zurzeit größte Akku, der überhaupt in einem Einrad verbaut wurde. Und der soll euch 100 Kilometer Reichweite garantieren. Kleiner Nachteil an dem Akku, das ganze Gerät wiegt 15,3 Kilogramm und das will man wirklich nicht lange tragen. Aber es gibt auch kleinere Versionen, die fangen bei 132 Wattstunden an und die sind natürlich wesentlich leichter, ungefähr 11 Kilogramm. Was einem gleich auffällt ist bei diesem Rad, das Design. Das ist wirklich einmalig und wir haben hier nicht mal diesen typischen Kasten, sondern wir haben ein schönes, rundes, gefälliges Design, das wirklich schick aussieht. Das Zeichen hier erinnert wahrscheinlich nicht ganz zufällig an Porsche, aber es ist natürlich kein Porsche. Diese grüne abgesetzte Hälfte hier, die habe ich selber beklebt, mal wieder. Die gibt es so nicht, aber die neueren Firewheels, die haben ein zweifarbiges Design und prinzipiell sieht es aber auch aus wie dieses Rad. Die Pedale sind sehr komfortabel, denn sie sind durchgängig. Bei den alten Modellen hatten wir hier noch eine Lücke, wie beim Airwheel oder beim Rockwheel. Die sind komplett durchgängig, hat allerdings nicht nur Vorteile, sondern wenn man es anklappt, dann haben wir hier diese Halterung und beim Tragen kann die gegen das Bein stoßen. Ich zeige es euch mal, wenn ich es jetzt hier trage. Das ist etwas unangenehm, aber der Fahrkomfort ist umso schöner und auch die Pedale sind so gestaltet, dass man hier nicht wegrutschen kann. Also das ist wirklich wie kleine Spikes. Die sind wirklich, also sind wirklich die besten Pedalen, die ich jemals bei einem Einrad gesehen habe. Ja, diese Gummimatte hier, wo sich die Beine anlehnen können, ist gewölbt. Das haben wir sonst bis jetzt, glaube ich, nur beim Solowheel gesehen. Das ist auch sehr komfortabel. Und das Besondere an dem Rad ist, es hat hier eine Lampe, also für nachts, um den Weg zu beleuchten. Und wir haben hier oben ein Display und da haben wir eine Akkuanzeige und hier weiter oben ist die Ladebuchse. Ich schalte es jetzt schon mal ein. Welcome to use Firewheel. Und das sagt direkt Welcome to use Firewheel. Und alle Signale, die hier irgendwie ausgegeben werden, finden immer in Form von Sprache statt. Zum Glück nicht auf Chinesisch, sondern in Englisch, aber eben auch nicht in Deutsch. Das macht nichts. Jetzt mache ich mal das Licht hier vorne an. Das ist natürlich jetzt im Moment hell. Ich habe aber einen kleinen Test im Dunkeln gemacht und den schauen wir uns jetzt mal an. Das Rad ist im Dunkeln wirklich deutlich zu erkennen. Noch deutlicher sind natürlich die Bremsvorgänge zu erkennen, wobei die Frage ist, wem nützt das was zu erkennen, ob ich bremse. Aber es ist ein großes Plus an Sicherheit, vorausgesetzt man schaltet das Licht natürlich ein. Die Bremsleuchte funktioniert aber immer. Auch von vorn oder gerade von vorn ist das Rad sehr gut zu erkennen durch das Licht. Aus der Perspektive des Fahrers scheint das Licht etwas schwach zu sein, aber das täuscht auf dem Video. Es ist schon noch ein Stückchen heller, allerdings es ersetzt wirklich keine Taschenlampe. Es ist ein Mindestmaß an Beleuchtung, ich würde mich darauf aber nicht verlassen wollen. Jetzt können wir mal einen Blick auf das Display werfen. Hier haben wir jetzt die Akkuanzeige, da ich es voll geladen habe, 99%. Das ist natürlich super, dass wir eine Akkuanzeige haben, die von 0 bis 100% anzeigt. Das ist damit die genaueste Akkuanzeige, die wir überhaupt haben. Ja, wie gehabt, wir haben hier den Einschaltknopf. Dann haben wir hier die Ladebuchse. Das Gerät wird mit 67,2 Volt geladen, also wie beim Airwheel. Hier drunter ist der Schalter für das Licht. Hier hinten haben wir ein Rücklicht. Das kann ich manuell einschalten, aber es ist auch ein Bremslicht. Ich zeige das mal. Und sobald wir bremsen, zeigt dieses Licht den Bremsvorgang an. Ob es sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Ich finde es aber auf jeden Fall sehr witzig und es sieht auch wirklich irgendwie toll aus. Im Größenvergleich wird klar, dass das Firewheel tatsächlich das größte Rad ist. Das Airwheel, der Klassiker, am kleinsten und dann kommt das Rockwheel. Hier auch nochmal schön zu sehen, wenn wir auf die Pedale schauen, da wirken die Pedale vom Airwheel tatsächlich etwas sehr altmodisch und wenig ergonomisch im Vergleich zu den Pedalen vom Firewheel. Gleiches gilt auch für das Rockwheel. Auch die Rockwheel-Pedale wirken nicht gerade besonders sehr schön im Vergleich zu den Pedalen vom Firewheel.
Und was eben auch nochmal auffällt, dieser Kasten hier, der ja beim Rockwheel schon ziemlich schön eigentlich gestaltet wurde, der fehlt eben beim Firewheel komplett. Wir haben ja eine runde Form und das sieht wirklich ganz toll aus. Das Firewheel hat einen Direktmotor, so wie das Airwheel zum Beispiel. Trotzdem haben wir hier kleine Speichen, die wiederum wie bei dem Rockwheel aussehen. Die sind aber ganz kurz und die Gefahr, dass man hier reinfasst, ist im Prinzip nicht gegeben. Wie viel Leistung dieser Motor hat, das sollte Firewheel uns eigentlich gar nicht verraten. Ich habe da nochmal nachgefragt und habe die Antwort bekommen, es handelt sich um einen 550 Watt Motor mit einer Spitzenleistung von 1350 Watt. Der Fahrkomfort auf dem Firewheel ist enorm. Das Wheel ist wirklich sehr, sehr leise. Es ist sogar leiser als das Airwheel. Und das Airwheel ist schon sehr leise. Man hört den Motor vom Firewheel überhaupt nicht. Man hört lediglich das Abrollgeräusch des Reifen. Wie schon erwähnte, sind die Warnungen des Firewheels alle in Sprachausgabe. Und wenn ich mal an das Maximum gehe, dann kommt eine Warnung auf Englisch, dass die Geschwindigkeit zu hoch ist. Ja, Speed is too high, sagt das Rad zu mir. So, wir machen jetzt den Geschwindigkeitstest. Und ich werde jetzt mit einer Radarpistole gemessen. 24 Stundenkilometer Maximum haben wir gemessen und vielleicht ist auch noch mehr drin. Das ist schon eine ordentliche Geschwindigkeit und wir haben uns überhaupt nicht unsicher auf dem Wheel gefühlt. Ich will euch auch nicht den Test vorenthalten mit meiner Action Cam, die per GPS die Geschwindigkeit bestimmt hat. Da bin ich auf etwas über 20 Stundenkilometer gekommen und entweder habe ich mich dann noch nicht getraut, so schnell zu fahren oder aber die Werte sind etwas ungenauer. Die Radarpistole, die arbeitet auf jeden Fall sehr genau. Die Tilt Protection, also die Neigungsabschaltung, die haben wir noch gar nicht getestet. Denn das ist ja ein Problem, zum Beispiel beim Rockwheel, dass das oft gar nicht abschaltet. Und ich neige das einfach mal zur Seite jetzt. Und es hat schon abgeschaltet. Und nervt uns jetzt mit der Ansage, dass man das restarten soll und dass es einen Error gibt. Das geht also gut, wir können also unbesorgt mit dem Gerät hinfallen, denn es schaltet sich auf jeden Fall ab. Im nächsten Test wollen wir mal die Beschleunigung vom Rockwheel und vom Firewheel vergleichen. Wir werden mit konstanter Geschwindigkeit an diese Startlinie heranfahren und dann beschleunigen und schauen, wer ist eigentlich schneller. Denn das Firewheel verspricht doch eine relativ hohe Beschleunigung. Für den Beschleunigungstest halten wir uns so lange mit den Händen fest, bis wir an einer Startlinie anfangen zu beschleunigen, um zu zeigen, dass wir bis dahin mit gleichem Tempo unterwegs waren. Das Firewheel scheint etwas weiter vorne als das Rockwheel zu sein, aber ich glaube, es ist nur eine kurze Verzögerung der Reaktion. Insofern liegen, glaube ich, beide Wheels gleich auf. Das Airwheel X3 hat hier leider gar keine Chance. Das Firewheel zieht spielend am Airwheel vorbei, das bereits piept, weil es am Speed Maximum ist. Ja, und das zeigt eindeutig den stärkeren Motor im Firewheel. Als nächstes testen wir mal die Geländegängigkeit des Firewheels und dafür fahren wir hier mal ein bisschen im Kreis. Und da ist erstaunlich viel drin, trotzdem das Gehäuse sehr tief zu liegen scheint. Es ist aber trotzdem möglich, relativ unwege Strecken damit zu fahren. Jetzt im Vergleich dazu das Rockwheel, und das ist ja wirklich sehr kräftig und für das Gelände ausgezeichnet geeignet. Und wie zu erwarten, ist es natürlich gar kein Problem, mit dem Rockwheel hier rüber zu fahren. Aber es scheint auch nicht wirklich sehr viel schneller zu gehen als mit dem Firewheel.
Und jetzt hat es schon gerade kurz gepiept, also es war schon an der Lastgrenze. Insofern ist das Rockwheel dem Firewheel gar nicht so stark überlegen. Es hat aber auf jeden Fall einen sehr viel höher ausgestellten Reifen, sodass keine Hindernisse in das Rad hineingelangen können. Als letzter Kandidat kommt das Airwheel und da werden wir, glaube ich, an unsere Grenzen stoßen. Aber vergessen wir nicht, das Airwheel ist eben sehr preiswert und auch nicht unbedingt dafür gedacht. Schauen wir mal, was passiert. Ja, es ist eigentlich möglich. Ja, das Fazit dieses Tests ist, dass sich das Firewheel gar nicht so schlecht im Gelände schlägt, aber das Rockwheel hat natürlich durch den Getriebemotor ein wesentlich höheres Drehmoment und lässt da gar keine Schwächen mehr durchblicken. Ja, und das Airwheel ist wirklich nicht geeignet. Es fährt zwar rüber, aber es neigt sich stark nach vorne und es macht eigentlich keinen großen Spaß, damit zu fahren. So, wir testen mal das Firewheel auf einem Sandweg. Und da kann man hier erstaunlich schnell fahren. Die Löcher werden zwar sehr schaukelig genommen, aber irgendwie auch komfortabel. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, kommt man eigentlich gut zurecht und man kann wirklich sehr schnell auf diesen Wegen fahren. Im nächsten Test wollen wir mal schauen, wie sich das Firewheel auf Holpersteinpflasterstraße macht, also diesem richtig üblen Pflaster. Jetzt sind wir schon einmal aufgesetzt am Bordstein. Das kommt durch das tiefliegende Gehäuse. Im direkten Vergleich haben wir das Rockwheel. Denn das ist ja für diese Straßen eigentlich besser geeignet. Den Vergleich mit dem Airwheel, den sparen wir uns, weil das ist wirklich nicht schön. Also das Rockwheel kommt jedoch deutlich schneller voran und scheint hier eindeutig die bessere Wahl zu sein. Und das Rockwheel setzt natürlich auch nicht auf. Ja, der Test auf diesen schlechten Pflaster hat ergeben, das Rockwheel ist deutlich stabiler. Es hat irgendwie mehr Kraft, man kann sogar beschleunigen und es ist auch schneller, während das Firewheel doch hier stark an seine Grenzen kommt. Es ist nicht nur einmal aufgesetzt, sondern es ist insgesamt instabiler und man kann auch einfach nicht so viel Beschleunigung an den Tag legen wie beim Rockwheel. Insofern ist hier wirklich der Testsieger das Rockwheel. An dieser typischen Tiefgaragenausfahrt testen wir mal die Steigungsfähigkeit des Firewheels erst im Vergleich zum Rockwheel. Und das scheint eigentlich gleich auf, auch wenn das Firewheel immer etwas weiter vorne zu sein scheint. Auch das Airwheel schlägt sich ganz gut und man hat nicht das Gefühl beim Firewheel, dass man es nicht schafft. Man kann sogar noch etwas beschleunigen.
bringt übrigens erstmalig für einen Hersteller eine Garantiekarte mit. Und die ist sogar relativ aufwendig gemacht, hat nämlich hier Hologramme. Die Seriennummer ist hier auf jeden Fall vermerkt. Die Anleitung ist auf jeden Fall auf Englisch. Allerdings ist mir aufgefallen, dass hier offensichtlich die Anleitung nicht mit der Realität übereinstimmt. Hier stehen teilweise Sachen drin, die so eigentlich nicht stimmen. Zum Beispiel, dass die Akkuanzeige in 4 Schritten angezeigt wird, nämlich von 1 bis 4. Das stimmt aber nicht, denn in Wirklichkeit haben wir eine Anzeige von 0 bis 99%. Wir haben hier nochmal die Daten der verschiedenen Typen bei und da sehen wir, dass Firewheel F132 soll 18 Kilometer kommen und es geht bis zum Firewheel 528 mit 70 Kilometern. Mein Firewheel ist in der Anleitung nicht erwähnt. Dieser große Akku ist offensichtlich nicht standardmäßig verbaut worden. Hier sieht man auch nochmal die Gewichtsklassen. Wir fangen bei 11,2 Kilogramm an und gehen bis zu 13,5 Kilogramm für die größte Version. Und meine wiegt, wie gesagt, 15,3 Kilogramm. Die Tilt Protection von 45 Grad, die haben wir getestet. Die funktioniert auch. Und die Geschwindigkeitswarnung soll schon ab 15 Stundenkilometer angehen. Ich glaube, dass sie etwas später angeht. Der Maximum Climbing Angel, der erscheint mir etwas hoch. Das wird oft und gern durcheinander gebracht. Das heißt nicht 20 Grad, sondern vermutlich 20%. Und das ist auch schon ziemlich viel, 20%. Das möchte ich auch lieber gar nicht testen. Das Fazit von unserem Firewheel-Test: Wir haben es hier auf jeden Fall mit einem der schönsten Räder, die auf dem Markt zu erhalten sind, zu tun. Wir haben hier sehr komfortable Pedale, rutschfest und ohne Unterbrechung. Und wir haben ein Rücklicht, Bremslicht und ein Frontlicht. Das bedeutet auf jeden Fall hohe Sicherheit, wenn es dunkel wird. Denn wenn wir ehrlich sind, solche Sachen wie Licht, entweder haben es viele gar nicht oder vergessen es da mitzunehmen. Und insofern ist man hier immer auf der sicheren Seite. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Das Firewheel fühlt sich auf jeden Fall auf glatten Wegen wohl. Man kann dort sehr schnell reisen. Wir haben im Test 24 Stundenkilometer erreicht und man fährt locker, auch ohne dass man es will, 18, 19 Stundenkilometer und auch 20 Stundenkilometer sind gar kein Problem. Auf Kopfsteinpflasterstraßen, da fühlt sich das Firewheel nicht so wohl. Da würde ich immer das Rockwheel bevorzugen. Ansonsten ist es aber dem Airwheel in fast allen Belangen überlegen. Insgesamt kommt mir das Firewheel von der Stabilität etwas schaukelig vor. Das kann aber eine Software-Einstellung sein, die einfach so gewollt ist. Eins kann man auf jeden Fall deutlich sagen: Mit diesem Design gehen die Räder in die Richtung, wie wir es eigentlich immer wollten. Alle anderen Räder wirken dagegen ehrlich gesagt altmodisch. Für wen ist denn dieses Rad nun eigentlich geeignet? Es ist auf jeden Fall für Leute, die komfortabel, schnell und vor allem leise reisen wollen, sofern die Wege dafür vorhanden sind. Es ist auf jeden Fall kein Rad, um damit große Kunststückchen zu machen. Und das sagt eben auch der Hersteller. Firewheel hat auf jeden Fall ganz viel richtig gemacht und ich denke, dass sie damit neue Standards auf dem Einradmarkt setzen werden.